Hallöchen zunächst stellen. Moin vorstellen. Heute haben wir hier einen Deutz Series 8 TTV vom vom Mario Hirschfeld hier. Genau. War wohl der erste Mod hier im LS220, der eben zum Runterladen wohl ging. Ja, so sieht er aus. Hat standardgemäß 287 PS, stufenloses Getriebe, 505 Liter Sprit und 70 km/h soll er wohl fahren. Und ja, ein paar Sachen kann man einstellen und zwar nicht gerade auch wenig. Gucken wir einfach mal, was wir hier so machen können. Version 1.0 wäre das und der Mod hätte eine Größe von 12 MB, also alles völlig überschaubar. Reifen stellen wir mit Trelleborg-Reifen, mit Michelin-Reifen, mit Continental-Reifen, mit Mitas-Reifen, mit BKT-Reifen, Fredestein-Reifen, Nokian-Tyres-Reifen. Oder die Trelleborg. Trelleborg mit Standard, mit Radgewichten, mit Breitreifen, und Gewichten, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Pflegebereifung, Standard. Michelin-Reifen nur möglich mit Standardreifen, mit Radgewichten, mit Breitreifen, und Gewichten, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Pflegebereifung, Standard. Continental hätte man hier die Standardreifen, die Radgewichte, die Breitreifen, die Gewichte, Breitreifen und die Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Pflegebereifung und Standardreifen. Minitas, Standard, Radgewichte, Breitreifen, und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Standard. BKT, wir hätten da Standardreifen mit Radgewichten, Breitreifen, und die Gewichte. Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Standard. Und Fredestein mit Standardreifen, mit Radgewichten, mit Breitreifen, und Gewichten. Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Pflegebereifung, Standard. Nokian Tyres mit Standardreifen, mit Standard 2 Reifen, Kombinalreifen und wieder Standardreifen. Motorausführung 287 PS Standard, 999 PS, bisschen übertrieben, aber das hat man, glaube ich, auch lesen können. Und wieder die 287 PS. Von den Farben her haben wir einiges zur Auswahl. Da gibt es verschiedene Variationen hier. Ihr könnt zum Beispiel in Rot haben, ihr könnt aber auch in Gelb haben, ihr könnt aber auch in Grün, in diesem Grün hier haben, was ich auch nicht schlecht finde. Oder auch in diesem dunklen Grün, was auch nicht schlecht aussieht. Oder wie wäre es in so einem Blau oder natürlich auch in so einem ja, Gelb, beziehungsweise, müssen wir mal kurz gucken, in diesem Orange hier. Ne? Designfarbe könnt ihr auch umändern. Das wäre dann hier dieser, ja, Front hier. Das ist dieses, ja, Kühlrippen, wie auch immer man es bezeichnen will. Kann man aber auch in Schwarz haben, kann man aber auch in Lila haben. Ne? Da habt ihr also sehr viel Auswahl. Die Felgenfarbe könnt ihr auch noch umändern. Dann könnt ihr es richtig schön bunt hier produzieren. Kennzeichen wie immer auch machbar. Und vorne wie hinten. Also gerade andersrum. Ja. Also von dem her alles möglich hier, was Farben angeht. Schöne Kombinationen möglich. Ich habe mir jetzt hier mal einen roten hingestellt. So sieht er aus, der rote. Ich denke, da kann man sich auch nicht beschweren. Das passt soweit alles. Kann man sehr gut lesen bei den Reifen. Upsala, bin ich doch tatsächlich hängen geblieben. So, also da, ja, passt soweit. Ja, und auch hier. Ich denke, das passt. Gut, hüpfen wir mal rein in die Kiste. Was können wir drin machen? Die Hupe. Na, Rundumleuchten, die funktionieren. Die sehen dann so aus. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Bis jetzt ist es noch nicht hundertprozentig möglich, in die Nacht zu gehen. Wenn es mal möglich ist, werden wir diese Option wieder machen, natürlich, klar. Bis dann, bis zu dem Zeitpunkt müssen wir es halt so testen. Also hier Blinker, eine Seite, die andere Seite oder Warnblinker funktionieren auch hier. Hinten genau das gleiche, Warnblinker, die eine Seite Blinker, die andere Seite Blinker funktioniert auch. Innen drin, na, man hört die Blinker, sieht sie allerdings momentan nicht im Display. Na, aber Warnblinker hat man zumindest hier unten den Knopf. Machen wir mal den Motor an. Ist natürlich schon heavy. Also, das hat man echt schön gemacht hier drin. Spiegel funktionieren. Lichter können wir auch mal kurz machen. Hier einmal Licht, zweimal Licht.
dreimal Licht geht hinten nochmal was an, viermal Licht und mal vorne noch was an. Und dann beim fünften Mal gibt ihr alles aus hier drin. Ja, kann man nicht, braucht man nicht viel sagen. Das sieht echt gut aus. Fahren wir mal ein paar Meter, beziehungsweise gucken wir mal schon beim Ankurbeln hier. Ja, funktioniert also auch. Belastungszahl ist ja sehr, sehr zögerlich, aber das ist bei den ganzen hier so, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Zack. Auch hier schöner Sound drin, aber das hat man ja vorher schon. Hier haben wir jetzt zum Beispiel auch noch, ihr seht hier, Tagfahrlicht ist auch eingebaut. Fährt sich echt gut die Kiste. Gucken wir mal, was wir kmh-mäßig noch drauf kriegen. Sehr gute Teststrecke für solche Sachen. Man kann einfach mal außen rum gehen. Und dann funktioniert es auch schon. Also 63 kann er, so wie auch drin steht, wobei ich stand doch 70 drin, gell? 63 fährt er. Bremsen auch sehr schnell hier. Funktioniert also sehr, sehr gut. So. Macht da innen drin einen super Eindruck. Schön massives Gerät hier. Füßemäßig, ja, ihr seht es hier, sind im Einsatz. Lenkrad hält man gut fest. Das funktioniert alles gut. Kann man sich nicht beschweren, das passt soweit. Gut, würde ich sagen, noch kurz in die Logdatei gucken. Da ist aber nichts drin, ihr seht, das ist alles schön sauber. Das passt soweit. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis denn, macht's gut und ciao.